Ich begrüße Sie zur 10. Vorlesung Korats Lyrik, meine Damen und Herren. Ich glaube, Sie haben mit mir noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich habe in der vergangenen Sitzung lange über das Schlussgedicht der ersten Odensammlung gesprochen, ohne den Schluss des Schlussgedichtes zu behandeln. Den habe ich Ihnen vorenthalten. Nun, darf ich mich herausreden? Ich bin kein Abschließer. Ich bin kein Finisher. Im Sport sagt man Finisher. Ich bin jemand, der gerne anderen die Situation bringt, dass sie Tore schießen, aber selber bin ich mit dem Tore schießen eher zurückhaltend. Ich bin ein Offensivspieler gewesen, einer, der hinter den Spitzen spielt, aber die Tore nicht selber macht. Und auch im Schach gibt es diese Konstellation, dass sie ein Spiel so weit spielen, bis sie sehen, okay, das, was jetzt kommt, das ergibt sich gewissermaßen von alleine. Ich glaube nicht, dass eine intensive Lektüre des Schlussteils, des Schlussgedichtes uns zwingen würde, Abstand zu nehmen von der in der vergangenen Sitzung entwickelten Überzeugung, dass wir hier mit einer ganz eigenen Art des horazischen Denkens über die Unsterblichkeit zu tun haben. Wie dem auch sei, wir haben heute etwas ganz anderes vor. Wir beschäftigen uns heute und in der nächsten Sitzung mit dem Thema Rhetorik und Poetik. Und zwar mit der Verhältnisbestimmung dieser beiden würdigen Wissenschaften. Dass wir an der Poetik nicht vorbeikommen, ist im Horaz, glaube ich, selbstverständlich. Die Rhetorik hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten große Aufmerksamkeit, vor allem in den Vereinigten Staaten, gefunden. Und es gibt glänzende Untersuchungen zur Rhetorik der horazischen Oden und die eine und andere finden Sie auch in meinem Literaturverzeichnis. Meine Damen und Herren, wir steigen ein mit einer Betrachtung unserer Lieblingsbilder. Zum 10. Mal in Folge sind es wieder die Bilder von Picasso. Und ich freue mich darauf, mit Ihnen einen ersten Text, um im Bild zu bleiben, in Angriff zu nehmen. Und ich bin ganz sicher, dass Sie die Bälle verwandeln werden. Wir sehen uns später. Ob uns in Sitzung 10 zum Leitbild unserer Vorlesung noch einmal etwas einfällt? Ich sage Ihnen was, meine Damen und Herren. Wir haben noch zu wenig über das Animalische gesprochen. Wir haben den Dichter bei der Apokygnose beobachtet, bei der Schwanwerdung, die ihn in den Stand setzte, die zivilisierte Welt im weiten Überflug zu erobern. Aber wir haben ihn noch nicht bei einer Sache beobachtet, die uns, wenn wir es genau bedenken, einigermaßen unheimlich anmuten muss. Wir werden es gleich sehen, wie es ist, wenn der Dichter zum Tier wird. Doch bevor wir zur Beleuchtung der Conditio Animalis des Dichters kommen, zeige ich Ihnen das Unterleitbild des letzten thematischen Abschnitts dieser Vorlesung. Es ist wieder ein Picasso und es ist wieder ein Stier, meine Damen und Herren. Ein Stier nicht aus der Lithografien-Serie der 30er Jahre, auch nicht aus den späten 40er Jahren, sondern aus dem letzten Kriegsjahr 1945. Zu Weihnachten, der Krieg ist ein halbes Jahr zu Ende, entwirft Picasso 12 Tuschezeichnungen in unterschiedlicher Radikalität und zeigt die Verlaufslinie einer Kunst, seiner eigenen Kunst vom konkreten Gegenstand bis hin zur völligen Abstraktion. Und hier in diesem Bild befinden wir uns auf Stufe 7. Die Abstraktion gewinnt ihr eigenes Formgesetz. Warum, meine Damen und Herren, der Stier hat die Welt im Jahre 45 nicht genug Blut und Leiden, Kraftprotzerei und Überheblichkeit gesehen, muss man wieder mit den alten Oppositionen arbeiten? Das ist eine Frage, die ich gerne an Sie weitergebe. Der Stier steht natürlich traditionell für Vitalität und ungehemmte
dynamische Kraft, aber er steht eben auch für die drohende Vernichtung, für Chauvinismus, für Machismo und all diese Dinge. Ich kann das jetzt gendertheoretisch nicht zu Ende ausdeuten, da werden Sie selbst Ihre eigenen Überlegungen haben. Indessen gibt uns diese Lithografien-Serie einen faszinierenden Einblick in die Formgesetzlichkeit der Kunst. Und hier sehen wir den Stier auf dem Weg zu seiner Zerlegung. Da ist der Weg zu den Elementen und Analyseinstrumenten der Rhetorik und Poetik nicht weit. Für uns ist relevant die Frage, was machen wir mit all dem, was wir an Horaz Gedichten beobachtet haben? Was machen wir mit den Einblicken in den Baukasten seiner Kunst? Ich hoffe, dass wir die Elemente dieses Baukastens heute und in der nächsten Woche noch ein wenig stärker ordnen können und in ihrer wunderbaren Funktionalität besser erkennen können. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit den folgenden Gedichten. Wir beginnen mit einem wundervoll zarten Gebilde. Es handelt sich um die wenig beachtete Ode 1,23. Vitas in oleo me similis chloe, quae renti pavidam montibus aviis, matrem non sine vano, aura ret siluae metu. Wie ein jugendlich Reh meidest du, Chloe, mich, das im wilden Gebirg nach der geängsteten Mutter sucht und warum nur bebt, wo schattet, wo haucht der Wald. Es geht um eine junge Frau, das sehen Sie an dem Namen, Chloe. Das ist ein griechisches Wort und heißt so viel wie noch grün-gelbe Saat, Aufspross oder Aufwuchs. Der Name ist Programm. Chloe, du meidest mich einem jungen Reh gleich. Was ist ein in Ullius oder Hinullius, meine Damen und Herren? Normalerweise ist das ein junger Maulesel. Der Maulesel ist in der lateinischen Auffassung des Varro im Unterschied zum Mulus ein Gemisch aus Hengst und Eselin. Das nennt er Hinnus. Die Diminutivform ist in Ullius. Man sollte sich vielleicht daran erinnern, dass der Maulesel hier scheinbar das Etymon gibt und nicht das junge Reh. Aus dem Kontext ist aber klar, dass es kein Maulesel sein kann. Aber das Störrische, sich Versagende des Wesens dieser jungen Frau passt durchaus zu dem Etymon des Esels. Du meidest mich wie ein junges Reh, das im wilden Gebirg nach der verängstigten Mutter sucht. Die Mutter ihrerseits ist pavida, sie flieht vor jeder Regung des Waldes. Und warum nur bebt, wo schattet, wo haucht der Wald? Non sine vano, aura ret silue, das müssen Sie dreisilbig lesen. Metu. Schon das erste Wort der ersten Strophe dieses Gedichts, meine Damen und Herren, ist umstritten. Ich habe gelesen Vitas und so habe ich es Ihnen hier nach Shackleton Bailey auch abgedruckt. Überliefert ist in allen sogenannten besseren Handschriften, also den Handschriften, auf die es sonst ankommt, Vitat. Die dramatische Struktur unseres Liedes wäre eine vollkommen andere. Es meidet mich dem Rehkitz gleich, Chloe. Eine völlig andere Situation, das muss ich Ihnen nicht sagen, meine Damen und Herren. Was macht uns so sicher, dass Vitas die richtige Lesung ist? Und woher kommt sie überhaupt? Vielleicht haben Sie schon einmal von dem Scholien-Kommentar des gelehrten Jakobus Grocius aus Brügge gehört.
Nun, wir wissen nicht allzu viel über diesen Mann, der allerdings große Spuren in der Horazforschung hinterlassen hat. Er ist wohl um 1520 geboren und war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Professor für griechische und lateinische Sprache und Literatur in Brügge. Geboren ist er im flandrischen Ypern. 1578 erscheint eine epochemachende Horazausgabe. Epochemachend nicht, weil Jacques de Cruc, wie er zu Hause genannt wurde, über ein überragendes kritisches Urteil verfügte. Nein, er teilt uns Scholien mit. Scholien, die in den pseudagronischen und in den Scholien des Porphyrio nicht zu finden sind. Er rekurrierte offensichtlich auf Handschriften mit Annotationen, die uns sonst und jedenfalls nach dieser Ausgabe verloren sind. Vermutlich dienten ihm Handschriften von Mont Blandin als Vorlage. Sie wurden 1566 bei einem Bibliotheksbrand vernichtet. Und so ist es Jacques de Cruc oder Jacobus Crucius, der uns in seinem Kommentar die Lesart Vitas mitteilt. Dass es die richtige Lesart, die heute allgemein akzeptiert wird, ist, erkennen Sie schon daran, dass im kleinen Asklepiadeus bei Horaz die Basis immer ein Spondeus ist. Zwei Längen beginnt den Vers. Vitas. Me ke nas athanis edite. Regibus. Davon gibt es keine Ausnahmen. Wenn Sie mit den Handschriften Vitat einsetzen, haben Sie einen Trocheus und den können wir an dieser Stelle nicht gebrauchen. Einmal ganz abgesehen von den Problemen, die uns eine Lesart in der dritten Person Vitat einbringen würde. Nam soi mobilibus veris in haruit adventus foliis soi virides rubum dimo vere lacertae et cordet genibus tremit. Schwingt durchs wogende Laub nur des erwachenden Frühlingsschauer dahin, raschelt im Brombeerstrauch nur grün schillernd die Echse, gleich erzittern ihm Herz und Knie. Eine wirkliche Zumutung für das Verständnis eines antiken lateinischen Textes, meine Damen und Herren. Ich lese Ihnen einmal vor, was Heinze Kiesling zu dieser Strophe zu sagen haben. Der Ausdruck ist überaus kühn, denn wenn es schon für den römischen Dichter ein Wagnis wäre, vom Winde zu sagen, er erschauere in den Blättern, so ist doppelt gewagt diese Übertragung auf ein so abstraktes Subjekt wie Veris Adventus, die Ankunft des Frühlings, gleich Ver Adveniens, der Frühling bei seiner Ankunft, das selbst wieder für Veris Advenientis Comes Favonius, den Westwind, Begleiter des ankommenden Frühlings, gesagt wäre. Dieses sprachliche Wagnis, meine Damen und Herren, wollten wenige Interpreten bis heute eingehen und so druckt auch Shackleton Bailey in seiner Teubner-Ausgabe aus dem Jahre 1985 einen in Anführungszeichen berechtigten Text. Vepres, meine Damen und Herren, Vepres, Vepris Masculinum ist der Dornbusch. Der Dornbusch tritt durch die Ergänzung des P in Zeile 5 an die Stelle des Frühlings. Aus Adventus, die Ankunft, macht schon der große französische Philologe Muret Adventum, einen adverbialen Ausdruck. Adventus ist eine darauf aufbauende weitere Konjektur von Keller. Die Strophe würde dann einen anderen Sinn ergeben. Es hieße dann, denn
Sei es, dass der Dornbusch an seinen beweglichen Blättern beim Winde erzittert. Das ist eine problematische Geschichte, meine Damen und Herren. Und Heinze Kießling sagen zu Recht, dass es besser ist, das Zitat vielfache Wagnis, das doch den Sinn keineswegs verdunkelt, anzuerkennen. Die von Bentley, so Heinze Kießling, weiter empfohlen und vielfach angenommene Konjektur Vepris Adventum beseitigt die erwähnten Bedenken, führt aber mit Vepris, nicht Vepris oder Vepor, eine vulgäre, nur spät bezeugte Form ein und verschlechtert stark durch das kahle und überflüssige, nach dem auf Bezeichnung leichtester Bewegung zielenden Aurarum doppelt störende, auch sprachlich kaum zu rechtfertigende Adventum. Dem würde ich mich, meine Damen und Herren, gerne anschließen. Und so haben wir hier in Horaz 1,23 eines der kühnsten Bilder der gesamten lateinischen Literatur. Der Frühling erschauert in den beweglichen Blättern. Und darüber hinausgehend, die Ankunft des Frühlings erschauert in den beweglichen Blättern. Es war der spätantike Scholiast Porphyrio, der das Richtige gesagt hat. Wir finden bei ihm den Eintrag zur Stelle: Veris in horuit adventus foliis hypallagae est pro veris adventu folia enata in horuerunt. Das ist, glaube ich, die richtige Umschreibung. Bei der Ankunft des Frühlings, so erklärt uns der antike Kommentator, erschauerten die soeben entstandenen Blätter, enata folia. Also, es sind mehrere Zwischenschritte nötig, um die Radikalität des poetischen Ausdrucks mit den Mitteln der traditionellen lateinischen Rhetorik und Hermeneutik wieder einzufangen. Nun, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Es kommt ja noch eine Strophe und wir sprachen davon, dass wir heute die Conditio Animalis des Dichters näher beleuchten wollen. Aber es ist ja gar nicht gesagt, dass das lyrische Ich selbst als Tier in Erscheinung tritt. Schauen Sie, wie es die letzte Strophe gestaltet. Adqui non ego te tigris ut aspera gaetulus leo frangere persequor tandem de sine matrem tempestiva sequi vero. Hier tritt das Ich, das in der ersten Zeile in me auftauchte, in Erscheinung, aber zunächst im Modus der Negation. Ad qui non ego te tigris ut aspera gaetulus ve leo frangere persequor. Ich jag dir doch nicht grimmig als Tigrin nach, als getulischer Löwe, der dich zermalmen will. Lauf doch, männlicher Liebe, reif nicht länger der Mutter nach. Ein wilder, wie immer, asymmetrischer Geschlechterkampf, meine Damen und Herren. Es gilt, die junge Frau der Obhut der Mutter zu entreißen. Oder wie eine von Ihnen im Hauptseminar so schön geschrieben hat, es gilt, die Zeitsysteme von junger, unreifer Frau und altem, reifen Mann zu synchronisieren, übereinzubringen. Der Kalender des lyrischen Ichs soll dem Kalender der inneren Uhr, der inneren Schaltung des Objekts der Begierde kongruieren. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie auf eine berühmt gewordene antike Vorbildstelle hinweisen, die dieses Gedicht noch etwas reizvoller macht. Es geht um den berühmt schlüpfrigen, leichten Lyriker Anakreon. In der führenden Ausgabe von Page
wird das Fragment, über das ich jetzt kurz sprechen will, als Ziffer 408 geführt. Das ist das 63. Fragment des Anakreon. Ich lese Ihnen die Alapeste kurz vor. Aganos, Hoia Tenebron, Neotelia, Galatenon, Hostenhyle, Keroesses, Apoleiftes, Apometros, Eptoete. Da finden Sie ganz viel Material für die Verfertigung der ersten horazischen Strophen. Lieblich wie das junge Rehkitz, das noch Milch saugt, welches im Walde zurückgelassen von einer Mutter, die Hörner trägt, zusammenschreckt. Warum und wo wird dieses kurze Stück Literatur zitiert? Meine Damen und Herren, weil der Naturhistoriker Elian in der Tiergeschichte darlegen will, dass auch weibliche Rehe Hörner tragen, zitiert er den Anfang eines Gedichts des Anakreon. Es geht um eine Korrektur in Sachen naturkundlicher Beobachtung. Man war der Annahme, dass nur männliche Vertreter der Gattung Hörner tragen. Ist das nicht kurios, dass wir durch diesen Zufall der Wissensgeschichte den so erhaltenen Text plötzlich mit unserem wundervollen kleinen Horazgedicht zusammen sehen können? Und wieder hat Horaz eine offenbar bekannte lyrische Zeile aus alter Zeit, 500 Jahre vor der Entstehung seines eigenen Gedichts, zum Anlass genommen, seine eigene Linie zu ziehen, sein eigenes Gedicht zu schreiben. Das letzte Wort ist Vero. Der Ton dieses Gedichts wird nicht allen Leserinnen und Lesern zusagen. Das ist noch stärker der Fall, wage ich zu prophezeien, bei dem nächsten Gedicht, das wir uns anschauen werden. Doch zuvor noch ein Blick auf ein doppeltes Bild. Das Problem mit den zarten, ja zartesten Bildern der Dichtung ist, dass sie leicht in Dienst genommen werden können durch eine Welt, die nicht auf der Höhe dieser poetischen Aussageformen ist. Die Dichtung bildet einen Schutzraum, in dem wir mit diesen Bildern umgehen, sie moderieren, sie deuten, vielleicht auch verändern können. Sie haben gesehen an den beiden thematisierten Beispielen, wie anfällig diese Dichtung für den Eingriff von außen ist. Man traut dem Dichter die Zartheit des Bildes. Die Ankunft des Frühlings erschauerte in den Blättern nicht zu und tut dem Text Gewalt an, indem man ihn rationalisiert und in eine Form bringt, von der man glaubt, dass sie antikem und das heißt entschieden vor modernem Denken adäquater sei. In Dienst genommen werden die Bilder der Dichtung, meine Damen und Herren, vor allem von der Werbung. Wer hätte noch nicht von dem mythischen Parfum von Chloé gehört, hier visualisiert und präsentiert von Clémence Poésie, die vielen von Ihnen wahrscheinlich sehr viel bekannter ist in ihrer Rolle als Fleur de la Cour in dem 2005 gedrehten Harry Potter Film Harry Potter und der Feuerkelch und dann noch einmal 2010/11 in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Andere haben vielleicht den TV-Vierteiler Krieg und Frieden, diese Tolstoi-Verfilmung aus dem Jahre 2007 oder ihre Rolle in Brügge sehen und sterben aus dem Jahr 2008 in Erinnerung. Meine Damen und Herren, ich habe ein zweites Gedicht für Sie vorbereitet und da werden wir uns dieses Modell einer starken Asymmetrie von begehrter junger Frau und begehrendem älterem Mann noch einmal aus der Nähe anschauen. Was meinen Sie, meine Damen und Herren? Gibt es schwache Horazgedichte? Wir machen uns jetzt an die Erklärung von Gedicht 2.5. Als ich dieses Gedicht in Angriff nahm, da ist das Bild schon wieder, dachte ich, es sei eines der schwächeren, vielleicht das schwächste
Gedicht des Horaz. Es ist eine interessante Frage, ob es Gedichte zweiten oder dritten Ranges gibt. Ich fränkele jetzt ein bisschen, denn Sie wissen, glaube ich, genau, was ich damit meine. Ich spiele jetzt für einen Augenblick den Literaturkritiker, der ich aber gar nicht sein sollte. Ich bin Literaturwissenschaftler und Philologe. Ich habe vor über 10 Jahren mal auf einer Versammlung von Neuphilologen plus ein oder zwei Altphilologen eine Interpretation von 2.5 zu geben versucht unter dem Thema Fragmente einer Theorie der Lyrik. Fragmente sagt schon, dass es nur eine Baustelle geblieben ist, auf der verschiedene Blöcke geprüft, für zu schwer, für zu leicht befunden wurden, und es hat großen Spaß gemacht, diesen Text zu schreiben. Sie können sich schon denken, dass ich Ihnen dieses Gedicht nicht präsentieren würde, wenn ich wirklich meinte, dass es ein ganz schwaches Gedicht wäre. Aber es ist und bleibt ein seltsames Gedicht. Es ist ein seltsames Gedicht, das in seiner Tonalität etwas für heutige Ohren Abstoßendes hat. Woran liegt das? Dieses Gedicht ist unkorrekt. Es ist ein Gedicht im, wie soll ich sagen, naturalistischen, vielleicht brutalen Stil. Es nimmt keine Rücksicht auf die im Umgang der Geschlechter miteinander vielleicht ratsame und wünschenswerte Feinheit der Gefühle, der Empfindungen. Es ist ein Gedicht, das gerade heraus ist. Und verrückterweise ist es doch nicht gerade heraus, sondern kommt in der Figur der Allegorie, der kontinuierten Metapher. Aber was ist eine Allegorie, die am Ende das Gedicht noch rüder, noch naturalistischer macht? Es ist eine Stierallegorie. Der Ich-Sprecher beobachtet entweder sich selbst oder einen anderen, wie er sich einem jungen Rind, einem Kalb nähert. Um es zu nehmen, um es zu haben, um es zu besitzen, und fragt sich dann, ob die Zeit reif ist für den Akt der begehrenden Usurpation. Dieses Gedicht handelt von einem Begehren und der Unzeitgemäßheit des Begehrens. Und es baut vom ersten Wort an nun dumm eine Spannung auf, von der wir jetzt zusammenschauen wollen, wie das Gedicht mit ihr verfährt, was es daraus macht, wo das Gedicht endet. Das beginnt mit nun dumm, noch nicht. Nun dumm, warte noch, hat der pfiffige Färber seine Übersetzung überschrieben, und in dem Falle liegt er, würde ich sagen, ganz richtig. Auch Heinze Kießling und viele andere nach ihnen haben gesehen, dass nun dumm wirklich zum Programm dieses Gedichts geworden ist. Da passt etwas nicht. Ganz in dem Sinne, wie die Chloe in Gedicht 1,23 noch nicht zu dem reifen Mann passen und ihm sich fügen will. Wir haben also hier die Entfaltung eines Bildes, das mit einem Negativum eingeleitet wird, das aber trotzdem die Vorstellungswelt des Begehrens, und das ist sehr interessant, nicht zensiert. Es gibt hier keine Zensur. Von der Art, eine 15-Jährige sollte sich nicht mit einem 35-Jährigen, wie die Kommentare es ungefähr ausgerechnet haben, einlassen. Nein, das passiert hier nicht. Im Gegenteil. Die männliche Erwartungshaltung, das macht dieses Gedicht so problematisch, wird vollauf bedient. Ich zeige Ihnen jetzt im Einzelnen, wie das gemacht ist. Zunächst die Übersetzung vom Anfang, meine Damen und Herren. Noch nicht erträgt ihr Nacken des Joches Last. Noch nicht vermag sie, so wie er mitgespannt zu ziehen. Vermag noch nicht des brünstig stürmenden Stieres Gewicht zu tragen.
Nun, meine Damen und Herren, das ist die traurige Realität. Als mir das Bild zum ersten Mal gezeigt wurde, nahm ich an, dass sich hier ein Bulle zum Mittagsschlaf auf die Ferse gelegt hat. Es sieht jedenfalls so aus, als wäre er schon sehr in die Jahre gekommen. Es ist sicher kein Viagra-Werbungsbild, sondern eben ein sehr skurriles Bild. Witzig finde ich die Unterschrift unter diesem Bild in einer niedersächsischen Regionalzeitung. Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Ich zitiere: Gerade Großbetriebe setzen vermehrt Stiere zur Besamung ein. Wie witzig das ist. Wer sonst als ein Stier soll die Kuh besamen? Also, gerade Großbetriebe setzen vermehrt Stiere zur Besamung ein. Was für eine Entdeckung. Jetzt geht es weiter in den Niedersächsischen. Denn diese erkennen immer, wann Kühe brünstig sind. Gedankenstrich, im Gegensatz zu den Bauern. Die Unfallgefahr nimmt damit aber zu. Ist das nicht ein ungeheurer Text, meine Damen und Herren? Ich finde es total witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Dass es auch anders geht als auf niedersächsischen Weidebetrieben und Schlachthöfen, sieht man an dieser schönen Zeichnung, seiner Radierung von Pablo Picasso aus dem Jahre 1933. Der Pariser Kunsthändler Ambroise Vollard hatte bei Picasso 1930 eine Serie von Radierungen in Auftrag gegeben. Es sollten klassische Motive bearbeitet werden und Picasso ließ sich nicht lumpen. Er lieferte 100 Radierungen mit klassischen Motiven, darunter die Nummer 93, die Sie hier sehen, Minotaure caressant une dormeuse. Minotaurus streichelnd eine schlafende Frau. Diese Radierung konnten Sie im Münchner Kunsthandel vor einigen Jahren für schlappe 35.380 Euro, das ist doch eine Investition, meine Damen und Herren, erwerben. Da sehen Sie einen anderen Stier, einen Halbstier, der seine Schwester Ariadne, die im Schlafe liegt, streichelt. Ist also nochmal zusätzlich skandalisiert. Hier streichelt nicht der Stier die Ferse, sondern der halbtierische, halbmenschliche Minotaurus seine Halbschwester. Da kommt das Skandalon des Inzests und das Skandalon der nur geteilten, wie soll man sagen, zoologischen oder biologischen Disposition hinzu. In der zweiten Strophe, meine Damen und Herren, bleibt der Dichter in dieser animalischen Bildwelt. Er beschreibt die Lebenswelt dieser jungen Kuh, die noch nicht reif ist für den großen Akt. Und er sagt, circa virentis est animus tuae campos juvencae. Auf grüne Wiesen lenkt noch den Sinn allein dein junges Rind. Doch hören Sie, meine Damen und Herren, er sagt schon dein. Er antizipiert den Besitz der jungen Kuh in einem doch nur scheinbar harmlos dahingesprochenen Tuae. Circa virentis est animus tuae campos juvencae. Wer spricht in diesem Gedicht? Und an wen genau ist es gerichtet? Man hat längst beobachtet, dass es eines der wenigen Gedichte ist, in denen der Adressat nicht präzisiert wird. Es gibt andere horazische Oden ohne Adressaten, zum Beispiel 1,15 Pastor cum traheret und 2,15 Jam pauc aratro, sowie solche, die sich an recht allgemeines Tu richten. Harrison nennt in seiner Einleitung zu 2,5 etwa 2, 18, 17 und 3, 24, 2. 1,16 nennt die Adressatin nicht, qualifiziert sie aber O matre pulcra filia pulcrior. Harrison hat gesehen, dass es die einzige Ode ist, in der trotz mehrfacher Apostrophe eines Du ein konkreter Adressat nicht genannt ist. Und daher gibt es eine Reihe von Überlegungen über die Adressatenlosigkeit dieses Gedichts. Heinze und Kiesling sind da ganz optimistisch. Sie schreiben in ihrem sehr, sehr nützlichen Kommentar zu Horaz' Oden
ad locum. Der Dichter, niemand anders, ist doch wohl der verliebte Ungenannte, ist jünger als zur Zeit des vorigen Gedichts. Nun, die Frage haben wir uns gar nicht gestellt. Das ist Gedicht 2.4. Oder fingiert wenigstens jünger zu sein. Der 40er würde schwerlich mehr so sicher darauf rechnen, die junge Lalage in einigen Jahren noch sein zu nennen. Und er setzt dann noch einen drauf und charakterisiert in der Einleitung zu seinem Kommentar die beiden Schlussstrophen als leicht entzündlichen. Charakterisieren ihn die Schlussstrophen. Nun, für Heinze Kiesling ist das klar, hier spricht der Dichter. Das heißt, die Allegorie ist eine Allegorie des Dichters, ein Seitenstück gewissermaßen zur Schwanenmetamorphose, die Stiermetamorphose. Nun, solche philologischen Diagnosen sind immer zeittypisch. Man kommt nicht aus der Zeit heraus, in der man lebt. Wie Horaz aus seiner Zeit herauszukommen versuchte, das haben Sie in den letzten Sitzungen gesehen. Ich wiederhole die Antwort gerne noch einmal an dieser Stelle, indem er sich immer genau an das bindet, das er zu überwinden versucht, nämlich an die Materialität, an das Hier und Jetzt, an das Hic et Nunc. Das ist seine Art und Weise, Transzendenz oder wie ich lieber sage, Transkandenzbezüge zu schaffen, indem er das Hier und Jetzt emphatisiert und es wirklich ernst nimmt. Das ist seine Weise der Unsterblichkeitskonzeption. Auch in diesem Gedicht, meine Damen und Herren, im Gedicht 2.5 geht es darum, den richtigen Moment zu bestimmen, den Kairos zu erfassen. Es geht um die Bestimmung des Carpe Diem, auch wenn in diesem Gedicht von dieser Losung nicht ausdrücklich die Rede ist. Auch eine weitere Beobachtung sei vielleicht jetzt schon gemacht. Es geht natürlich, wie wir jetzt schon erkennen, auch um die Ungleichzeitigkeit eines Begehrens. Beachten Sie die Negation. Nondum, nondum, nec. In der ersten Strophe. Das Phänomen der Ungleichzeitigkeit ist hier zum Thema geworden. Da ist ein Begehren. Es bricht sich Bahn in der Vorstellung vom stürzenden Stier, tauri ruentis. Man kann das eigentlich gar nicht übersetzen. Der Stier stürzt sich über die Kuh, was die niedersächsische Landwirtschaft ja offensichtlich nicht bewerkstelligen konnte. Und so ist die Begehrensvergleichzeitigung gewissermaßen der Skopos, das Telos, das Ziel dieses Gedichts. Und es steckt noch etwas anderes in diesem Anfang, meine Damen und Herren. Ich sammle jetzt gewissermaßen, nur mache ein Brainstorming über die Grundidee, über die Struktur eines Gedichts, das ich schon einmal verstanden hatte vor 10, 15 Jahren und von dem ich jetzt aus didaktischen Gründen so tue, als hätte ich es noch nicht gelesen. In diesem Gedicht Anfang, meine Damen und Herren, steckt natürlich auch ein kleiner Affront gegen alles Funktionierende. Diese Kuh sollte eigentlich schon so weit sein, dass sie erstens unter dem Joch geht als Flugkuh oder wie sagt man, als Flugrind. Und sie sollte zweitens im Besonderen so weit sein, dass sie sich schon fortpflanzen kann. Diese Funktion kann sie allerdings noch nicht erfüllen. Der Sinn der jungen Kuh, der Verse, wie der Fachausdruck ist, steht auf etwas ganz anderes. Das Toben mit den Altersgenossen in der Flusslandschaft. Man versucht sich Schutz vor der grellen Sonne zu verschaffen. Das letzte Wort dieser Einheit steht überraschend nicht in Strophe 2, sondern am Anfang von Strophe 3 und es ist ein Signalwort. Praegestiens, meine Damen und Herren, vor guter Laune, wie toll sein. Das Prä ist eine Steigerung zu gestire, das an sich schon tolles oder außergewöhnliches Verhalten ausdrücken kann. Dein junges Rind, jetzt drückender Hitze, Glut im Flusse kühlend, jetzt in feuchtem Weidengebüsch mit Kälbern munter,
im Spiel sich tummeln. Nun, Munzer drückt diesen Überschwang an Gefühlen und Emotionen und Regungen, an Dynamik und Vitalität natürlich nicht aus. Praegestient ist ein Wort, das Sie vielleicht aus Catull kennen oder aus einer Rede des Cicero, meine Damen und Herren. Da haben wir einen starken emotionalen Schlusspunkt dieser ersten bildlichen Vorstellung. Und nun wendet sich der Sprecher oder das lyrische Ich dem Begehrenden zu. Sie merken in meiner Ausdrucksweise, dass es doch nochmal auf Genauigkeit ankommt, dass eine Gleichsetzung mit dem Dichter wissenschaftlich mindestens problematisch ist. Nicht, dass ich diese Formulierungen toll finde, immerzu zu sagen, das lyrische Ich, der Sprecher, das epigrammatische Ich. Nein, das ist anstrengend, aber es macht einen Unterschied, meine Damen und Herren. Es sind Rollen, es sind Masken, die der Dichter sich aufsetzt, und in dem einen Gedicht spielt er den Wucherer, in einem anderen den Zauberer, in einem dritten den Konsul, ich fingiere jetzt, in einem vierten den Zirkusdirektor, und es wäre absurd, jeweils den Dichter in diesen Rollen vorzustellen. Nun also die Anrede an den Vertreter des vorgenannten Begehrens. Tolle Cupidinem, imitis uve, dramatischer Wechsel der Bildebene auch, meine Damen und Herren. Eben das Bild von der überforderten Ferse und dem drängenden, ja, stürzenden Stier. Und jetzt das Bild von der unreifen und dann im Herbst reifenden Beere oder Traube. Tolle Cupidinem, imitis uve, lass ab von dem Begehren oder Gelüsten nach der noch unreifen Traube. Jam tibi lividos, distinguet autumnus racemos purpureo, varius colore. Das Wort distinguere, meine Damen und Herren, hier in der Mitte des Gedichts ist das Signalwort für die Beschreibung der genauen Beobachtung und Unterscheidung von Zeitpunkten. Distinguere heißt unterscheiden, heißt einen Reifungsprozess in Gang setzen und anschließend durch Farben oder andere Phänomene der Welt markieren. Schon wird dir der bunte Herbst, Autumnus, Varius, eine präzise Farbe geben. Er wird dich unterscheiden oder unterscheidbar machen als etwas, das reif ist. Und so unterscheidet man den Zustand purpureo colore von dem früheren Zustand einer ungesund giftigen Beere, die man dann eben nicht essen wird. Vögel und Winzer wissen so etwas, meine Damen und Herren. Dieses Kälbchen wird eines Tages dem Begehren des Mannes folgen. Jam te sequetur. Und jetzt kommen Sätze, die in den Horizont der Carpe Diem-Philosophie passen und die im zweiten Buch, in jedem zweiten Gedicht programmatisch gesetzt sind. Corrit enim ferox aetas, denn die wilde Zeit, sie rast. Und sie wird ihr, Illy, die Jahre dazugeben, die sie dir genommen hat. Ist das nicht eine wunderbare intersubjektive Verschränkung? Die genialen Erklärer Heinz Kiesling haben hier auch sehr gestaunt. Und ich lese Ihnen vor, was Sie im Kommentar anmerken. Tibi demet annos illi ad ponet, denn der reife Mann, der die Kürze des Lebens abzuschätzen gelernt hat, blickt auf jedes entschwundene Jahr als auf einen Verlust zurück. Für die heranreifende Lalage bedeutet es einen Gewinn. Die Ausdrucksweise erweckt den Schein, als gliche sich der Altersunterschied allmählich aus. Und jetzt kommt ein Satz, wo man sagt, si tacuisses, philosophus mansisses. Und wirklich ist er, der Altersunterschied, ja zwischen einer 15-Jährigen und einem 35-Jährigen größer als 5 Jahre später. Nun,
Das werden wir nicht kommentieren, meine Damen und Herren. Das ist Psychologie, das ist vielleicht auch Metaphysik, das ist vor allem schleichende Suggestion im horazischen Modell einer, wie soll man sagen, verschobenen Präsenz. Den Ausdruck kennen Sie ja schon, eine verschobene Präsenz. Das ist eben der Beitrag des Gedichts 2.5 zur Kairotik, zur Lehre vom Kairos, vom richtigen, vom günstigen, vom glücklichen Augenblick. Ich habe Ihnen schon gesagt, dieses Gedicht arbeitet am Phänomen der Vergleichzeitigung des Ungleichzeitigen. Und es wird sensibel in eine paradoxe Form gegossen, in der gesagt ist, naja, warte mal 5 Jahre, dann bist du verhältnismäßig älter und ich bin verhältnismäßig etwas langsamer gealtert und dann könnte es für uns ganz gut passen. Und deswegen würde ich nicht sagen, wie oberflächliche Erklärung gesagt hat, das ist ein Gedicht über Jungbullenliebe. Nein, es ist ein Gedicht über das sexuelle Begehren, das ist ein Gedicht über die Ungleichzeitigkeit des Begehrens und es ist ein Gedicht über den Versuch, die Zeit zu manipulieren und damit natürlich, meine Damen und Herren, auch ein Beitrag zur Poetik der Zeit. Es geht um Verfehlung. Es geht darum, dass diese Verfehlung am Ende aufgelöst wird in eine Art Vereinigung. Das ist weder eine utopische Vorstellung, sie hat einen Ort, noch eine uchronische Überlegung. Es gibt dafür eine Zeit. Dass das Ganze mit subversiven Mitteln, mit den Mitteln der rhetorischen Psychagogie ins Werk gesetzt wird, macht diesen Text zu einem sehr strittigen Gedicht. Oder man macht es wie die genialen Maskenbildner im Film von David Fincher aus dem Jahre 2008 mit Brad Pitt und Kate Blanchett in den Hauptrollen. Der seltsame Fall des Benjamin Button. Der Film ist die Wiedergabe einer Kurzgeschichte, The Curious Case of Benjamin Button von Scott Fitzgerald aus den 20er Jahren. Dort wird ein Baby als Greis geboren und dieser über 80-Jährige wird jünger und jünger, ein Mann wie du und ich, aber auch er kann die Zeit nicht anhalten. Und so werden wir zu Zeugen einer verrückten Lebensgeschichte. Wer aber ist die Angebetete, von der es heißt, bald wird sie selbst dir folgen, in raschem Flug enteilt die Zeit und legt ihr an Jahren zu, was du verlierst. Bald sucht mit kecker Stirne sich Lalage selbst den Liebsten. Lalage? Wenn Sie gut zugehört haben in dieser Vorlesung, haben Sie bemerkt, dass in 1,22 schon einmal von einer Lalage die Rede war. Das war das Mädchen, dem die Liebe des Sprechers gehörte, als er einmal Ultraterminum gewandert war und dort einem Wolf begegnete, dem merkwürdigerweise nichts zuleide tat. Und in diesem Gedicht hieß die Geliebte Lalage. Ein onomatopoetisches Wort, ein Lallwort geradezu. Es heißt reden, babbeln, schwatzen. Das Sprechen der Verliebten. Susurri, sagt Horaz in 1,9. Das wäre vielleicht eine lateinische Übersetzung von Lalage. Lalage ist griechisch. Und wenn der Eindruck nicht täuscht, meine Damen und Herren, dann sind wir in Strophe 4 noch immer nicht weg vom Rende und noch immer nicht angekommen beim Kinde. Proterva fronte ist doch wohl das Bild vom jungen Rind, das seine Hörner in die Luft stößt, wie wir diesen anderen horazischen Oden beobachten können. Haben wir hier eine, wie Homer sagen würde, Baopis, eine kuhgesichtige Lalage, die sich nun dem Liebhaber zuwendet. In dieser Strophe macht sich ganz besonders
bemerkbar, dass die Interpreten von Unruhe erfasst sind bei der Vorstellung, dass wir nicht wissenschaftlich begründet sagen können, wer spricht und zu wem und wie und wo, all diese Dinge, an denen wir uns doch so gerne festhalten, sind in diesem Gedicht nicht vorgegeben. Es kann sein, dass es ein Monolog ist, in dem der Dichter in einer Art Selbstbeschwichtigung, Autosuggestion sagt, nun warte noch ein Weilchen, dann komme ich mit dem Beilchen. Es kann aber auch sein, dass er zu einem Freunde spricht, seinem Freund, der sich verliebt hat und der unglücklich verliebt ist und dem er nun einen Ratschlag erteilt. All diese Fragen finden in diesem Gedicht keine Antwort. Lalage wird sich ihren Maritus schon selber suchen. Es muss nicht unbedingt der verzweifelt begehrende Sprecher der ersten drei Strophen sein. Neben der bildenden Kunst, meine Damen und Herren, ist es vor allem der Film, der moderne und Gegenwartsfilm, der oft geeignet ist, uns den philologischen Hintern zu retten, wenn wir nicht imstande sind, die Komplexität eines Themas oder einer Form angemessen darzustellen. Und ich möchte Ihnen dringend zum Anschauen oder Wiederanschauen diesen Film von Luis Buñuel empfehlen, diesem bedeutenden spanischen, dann mexikanischen Filmemacher, der erst in späteren Lebensjahren wieder häufiger in das noch von Francos Regime überschattete Spanien zurückgekehrt ist. Ein Zeitgenosse der Surrealisten, ein Mitglied der Gang, der viel mit Dalí und Breton gearbeitet hat. Und einer seiner starken Filme ist dieser Film aus dem Jahre 1970, der nach einem der sogenannten spiritualistischen Romane des spanischen Schriftstellers und Vertreters des Realismus, Benito Pérez Galdós, aus dem Jahr 1892 gedreht worden ist. Da sehen Sie die wunderbare Catherine Deneuve in der Hauptrolle. Hier kommt Fernando Rey, ein großer spanischer Schauspieler, einer der Lieblingsschauspieler von Luis Buñuel, ins Bild. Er spielt einen älteren Herrn, Mitte, Ende 50, der in ganz soigniertem Gestus daherkommt und der ein junges Mündel unter seine Fittiche genommen hat. Die Mutter des Kindes hat ihm als einem zwar Lebemanne, aber doch auch Ehrenmanne die Tochter anvertraut. Nach dem Tode nimmt er sie, wie ihm aufgetragen war, zu sich. Hier sehen Sie, wie sich der Stiefvater und künftige oder gehoffte Liebhaber über die zarte Hinterbliebene beugt. Das ist die erste Szene, wo man als Zuschauer das Gefühl hat, da ist mehr im Spiel als nur Vormundschaft. Dieser Mann hegt ein heimliches Begehren und um dieses Begehren geht es in diesem Film. Hier gehen die beiden nebeneinander her. Man weiß nicht, ob als Liebhaber und Liebhaberin, ob als Vater und Kind. Der Mann wirkt hart und zynisch, die Frau irritiert und befremdet. An einer Stelle fällt dann der ungeheure Satz: Ich entscheide, wann ich dein Vater und wann ich dein Liebhaber bin. Das ist eine Begehrensspannung, die in diesem Film so ziemlich ausgeschöpft wird. Am Ende haben sich die Verhältnisse verkehrt. Nicht der Alte beugt sich über die junge Frau, sondern die junge Frau, und mir scheint zum ersten Mal, mit einem gütig verklärten Gesicht, beugt sich über den Alten. Sie hat ihn geheiratet, um sich an ihm zu rächen. Sie lässt ihn sterben. Draußen schneit es, man sieht durch die Vorhänge, dass es ein Schneegestöber gibt. Tristana tut so, als rufe sie telefonisch den Notarzt herbei. Der Alte verröchelt elend auf seinem Sterbebett. Wir kommen zur vorletzten Strophe unseres Gedichts. Wenn Sie den Gang der Vorlesung bisher halbwegs verfolgt haben, können Sie sich schon selbst ausmalen,
was in den letzten beiden Strophen steht. Eben nicht das Feuer und die Erfüllung und das Happy End. Nein, das Begehren wird noch weiter getrieben in drei Figuren, die schöner nicht dargestellt sein könnten und die sich auch stilistisch, rhetorisch übereinander aufbauen mit wachsender Intensität. Denn dort heißt es, Dilecta dulalage, quantum non folloe fugax, non chloris albo sic umarunitens, ut pura nocturno renidet luna Marie cnidius verguges, dir teurer als die flüchtige folloe, als chloris, der die Schultern, die weißen, hell wie Mondesglanz, auf nächtiger Meerflut schimmern, auch teurer als jener Gyges aus Knidos. Wiedersehen Sie, meine Damen und Herren, im ersten Glied der Vergleichungskette die Verbindung von Diligere und Fugere. Ohne Fugger kein Amor, meine Damen und Herren. Das ist ein elegisches Grundprinzip. Ich muss mich rar machen, um interessant und begehrenswert zu sein. Das ist doch immer dieses Prinzip, fliehe, meide, vitas in olio, war der erste Vers im Gedicht 23. Du meidest mich jetzt, aber eines Tages bist du reif und fällst wie die Frucht vom Baum. Du bist dann tempestiva viro. Hier haben wir also als erste Figur des Begehrens und der Steigerung des Begehrens eine Folloe fugax. Wir haben als zweite eine Chloris, albo sic umaronitens ut pura nocturno renidet luna Marie. Die weiße, helle Schulter der Chloris glänzt wie der Mond. Was für ein Bild ist das, meine Damen und Herren? Ein Bild, das Sie vielleicht aus der frühgriechischen Lyrik kennen. Das zeigt, wie stark und wie artifiziell diese Begehrenssituation gezeichnet ist. Sie entfernt sich nicht nur auf der Inhaltsebene, sondern auch in der Sprache sehr weit von einer realen Begehrenssituation. In einem Lied der Sappho, das uns in größeren Teilen kenntlich ist, das wir aber leider nicht vollständig lesen können, in der führenden Ausgabe von Logo Page, Fragment 96, Zeile 6 folgende, heißt es: Nünde lüdei sinem brepetei gynaikesi, os ort aelio dyntos abrododactylos selana, panta perechoichs astra faos de pisce talasan ebalmyran, isos kai polyanthemois arurais. Fein und schön lebt sie jetzt unter Lydiens Frauen, wie nach Sonnenuntergang rosenfingrig der Mond mit seinem Schein aller Sterne Glanz hell überstrahlt. Sein Licht breitet er über salzige Meer gleicherweise wie über Blumenauen. Da verabschiedet sich die Sprecherin, möglicherweise Sappho, von einer jungen Frau vom Festland. Sie sitzen ja in Mytilini auf Lesbos. Es ist eine Lüderin und diese Lüderin glänzt unter den anderen lydischen Frauen wie der Mond, wenn die Sonne untergegangen ist. Und der Mond heißt der Rosenfingrige und er überstrahlt alle Sterne, die um ihn herum aufgepflanzt sind, über dem salzführenden Meer. Ein wunderschönes Bild, das man nicht vergisst, wenn man es gelesen hat. Damit kommen wir zum Ende dieser seltsamen horazischen Ode. Unterschätzen Sie niemals die Schlüsse horazischer Gedichte. Cnidius Vergyges, quem si puellarin serraris coro, miris agacis falleret hospites disgrimen obscurum solutis crinibus ambiguoque voltu. Lalage ist auch teurer als jener Gyges aus Knidos,
den im Kreise der Mädchenschar der Gäste forschendes Auge vergeblich sucht, ein Wunder wahrlich mit seiner Locken wallendem Gold und dem zwielichtigen Antlitz. Meine Damen und Herren, nach meinem Verständnis ist das die Leitszene des ganzen Gedichts. Wir haben hier eine dritte Begehrensfigur, die sich um den jungen Gyges herum entspinnt, der aus Knidos stammt, nicht irgendeine Halbinsel, Karien vorgelagert, das bekannteste Venus-Heiligtum, findet sich dort mit der berühmten marmornen Statue der Göttin angefertigt von Praxiteles. Ein Kultort, meine Damen und Herren. Sie kennen die Szene, die hier beschrieben ist. Man denkt sich den Gyges in eine Umwelt von Jungfrauen hinein und das Diskrimen, der Unterschied, ist verdunkelt. Was bitteschön ist das für eine Szene? Wo in der großen Mythologie Griechenlands wird ein Junge unter Mädchen versteckt? Sie kennen das. Achill wird am Hof des Lykomedes vor der Rekrutierung verborgen. Er soll noch nicht in den Trojanischen Krieg ziehen müssen und wird deswegen in einen Chor von Jungfrauen hineingesteckt. Und dann kommen zwei ganz besonders scharfsinnige Gastfreunde, zwei ganz besonders genaue Beobachter, Diomedes und Odysseus. Die beiden erkennen ihn, sie fischen ihn aus der Gruppe der Mädchen heraus und sagen, das ist kein Mädchen, das ist Achill. Und hier heißt es, dieser Gyges aber ist ein sicherer Fall. Den hätten selbst Diomedes und Odysseus nicht aus dem Haufen der jungen Frauen herausgefunden. In wundersamer Weise würde dieser Gyges die noch so scharfsinnigen Blicke des Odysseus und des Diomedes täuschen. Weil der Unterschied zwischen meinem geliebten Gyges und diesen jungen Frauen obscurum ist, und zwar obscurum crinibus solutis, der offenen Haare, die sie alle tragen wegen. Der Gesichtsausdruck aber, die Miene, ist ambiguus. Es ist ein ganz bemerkenswerter Schluss, weil er uns eine kleine Philosophie des Unterschieds gibt. Das ganze Gedicht ist ja eine gelehrte Improvisation über das Phänomen und die Kunst des Unterscheidens, der Abwägung über den Kairos. Wann ist es tunlich, eine junge Frau zu lieben und wann nicht? Und nicht mit einer sicheren Entscheidung bleiben wir zurück, sondern mit einem psychologischen Experiment. Ich erinnere an die Autosuggestion in der Mitte des Gedichts. Und mit einer Beobachtung von Entscheidungsproblemen, wo Unterschiede sich verwischen, wo Gesichter und Mienen zweideutig sind. Ich glaube, die Herstellung der Verbindung zu den Misanabim-Strukturen, zu diesen Strukturen der Selbstbezüglichkeit der Dichtung, wie wir sie in 1.9 und 4.2 beobachtet haben, ist hier fast noch leichter zu bewerkstelligen. Es macht einfach keinen Sinn, so komplexe Gedichte zu interpretieren und dann am Ende zu sagen, dieses Gedicht handelt von erstens, zweitens, drittens. Der Schluss dieses Gedichtes öffnet uns die Augen dafür, dass es hier um die Anschauung eines Bildes der Gleichzeitigkeit diverser Identitäten, der Gleichzeitigkeit der Geschlechter in einer Gruppe geht. Und diese Gleichzeitigkeit impliziert verrückterweise ein Phänomen des ungleichzeitigen, nicht identischen, asymmetrischen, das in dieser symmetrischen Gruppe auch irgendwo präsent ist. Und so möchte ich vielleicht in der Interpretation dieses Gedichts enden mit einer Reflexion über die Figur der Schönheit in diesem Gedicht, die möglicherweise eine Figur der Latenz, der Verborgenheit ist. Das Ganze geht aus einer Überlegung hervor, die sagen soll, Lalage ist unglaublich begehrt. Sie ist begehrter als Followay, das Fluchtwesen. La beauté fugitive. Sie ist begehrter als die wie ein Mond im nächtlichen Meer erglänzende Chloris.
und sie ist begehrter als selbst Gyges, der Inbegriff des Schönen gerade dadurch gewesen ist, dass er es verstanden hat, latent zu bleiben in einer Gruppe von Menschen. Und gerade dadurch hervorragt, meine Damen und Herren. Verstehen Sie, wie diese letzte Zumutung in unserem Gedicht die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen performiert wird? Wie kann man etwas so Komplexes denken? Wir haben einen Achill, nennen wir ihn Gyges, der gerade dadurch hervorsticht, meine Damen und Herren, dass er nicht unterscheidbar ist von den anderen jungen Frauen. Wenn das kein Rätsel ist, diese Darstellung des Schönen als eines vollkommenen Aufgehens in einer Gruppe von scheinbar gleichen Identitäten. Man kann ästhetisch gesprochen, und damit senke ich das Thema ein bisschen ab, in diesem Falle, sonst ist die Ästhetik eher mit einem Aufliegenden, einem Aufstieg der Gedanken verbunden. Man kann es auch verbinden mit dem Problem der Dezenz, des Anständigen, des Abtum. Ich warne auf jeden Fall davor, und deswegen habe ich dieses Gedicht intensiv behandelt und ich glaube noch einmal ganz anders behandelt als in meinem über 10 Jahre alten Aufsatz. Ich warne davor, in diesem Gedicht nur die Thematisierung einer aggressiven Form des Begehrens zu sehen. Nein, dieses Gedicht eröffnet einen subtilen Ausweg, indem es uns einführt in eine Kunst des Unterschiedes, deren Schönheit gerade im Verborgenen liegt. Und, meine Damen und Herren, haben Sie schon ein Lieblingsgedicht oder wollen Sie noch warten? Ich würde noch warten. Ich habe mich vor vielen Jahren in einem Gedicht verguckt. Die Interpretation habe ich nie publiziert. Warum? Fragen Sie mich was Leichteres. Aber dieses Gedicht fesselt mich. Es lässt mich nicht los. Und solange es nicht publiziert ist, habe ich das Gefühl, dass ich damit noch arbeiten kann. Dass man damit noch etwas machen kann. Dass noch etwas geht. Das Gedicht scheint mir ziemlich schwer. Einflussreiche Erklärer haben es vor allem als rhetorisches Paradestück gelesen. Ich konnte mir diese Überzeugung nie zu eigen machen. Es geht in diesem Text zwar erkennbar auch um Rhetorik, aber ich glaube, dass die entscheidenden Impulse in diesem Text an anderer Stelle gesetzt werden. Das will ich Ihnen jetzt in mehreren kleinen Schritten zeigen. Dann können wir zum Ende zusammen unseren Reim darauf machen, ob es ein Gedicht ist, das in die nähere Auswahl der schönen Gedichte kommt oder ob Sie, wie ich das in den letzten Jahren gehalten habe, noch Abstand halten und sagen, mit diesem Gedicht bin ich noch nicht zu Ende. Es wird eine vertretbare Entscheidung. Dazu trage ich Ihnen zunächst die Übersetzung von Hans Färber vor, die Sie bitte am lateinischen Text verfolgen. Preis ein anderer Rhodos, das Strahlende und Mytilene, Ephesos auch und die doppelt umströmten Mauern Korinths samt Theben, dem Bacchus berühmten und Delphi, Phoibos Sitz und Thessaliens Tempel. Dem gilt einzig als Werk, in langem Gesange der Jungfrau Pallas statt zu erhöhen und von allen Orten gebrochen den Ölzweig zum Schmuck um die Stirn sich zu winden. Mancher besingt zur Ehre der Juno Argos, zur Zucht der Rosse geschickt und das reiche Mykenai. Mich hat nimmer das eiserne Sparta also entzückt, nicht also Larissas üppige Fluren als der Albunia, rauschende Grotte. Und des Anio Fall und Tiburnus Hain und die Gärten reichlich getränkt von lebendigen Bächen. Wie oft erheiternd der Süd vom düsteren Himmel die Wolken streifet,
nicht dauernd den Regen mir zeuget, also vorbei noch du, o Plancus weislichen Sinnes finsteren Ernst und mildere des Lebens Mühen durch Wein. Du magst nun im Lager, im Glanze der Adler weilen, es mag dich das schattige Dunkel Tiburs umfahren. Als Teuker voreinst von Vater und Heimat floh, da hat er, so sagt man, die Schläfe, feucht vom Lyäus, bekränzt mit der Pappel heiligem Laube, also tröstend die traurigen Freunde. Auf denn, wohin das Geschick, nicht so hart wie der Vater uns führe, auf also, auf, ihr Genossen und Freunde, nimmer verzagt, da Teuker euch führt, da Teuker vorangeht. Denn es verhieß untrüglich Apollo, dass auf neuem Gebiet ein doppeltes Salamis werde. Tapfre Brüder, wir haben zusammen Härteres oft schon erduldet, verscheucht nun im Weine die Sorgen. Morgen trägt uns aufs Neue das Weltmeer. Meine Damen und Herren, es wird im Folgenden das Beste sein, wenn Sie den Text in Ihrer Ausgabe oder in den Unterlagen verfolgen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben. Horaz' Gedicht 1.7 zerfällt, so die geläufige, schon zu Porphyrios des Scholiasten Zeiten verbreitete, zuletzt wiederholt in Zweifel gezogene Ansicht in mindestens zwei Teile, die auch bei angestrengter Beobachtung nicht leicht zusammenfinden wollen. Auf die Bestimmung des Themas in breiter Antithese zu den nicht für favorabel befundenen Themen der anderen folgt ab Vers 15 die an Plancus gerichtete Aufforderung, den Mühseligkeiten des Alltages einmal beim Weingenuss zu entkommen. Das Gedicht schließt mit dem mythischen Beispiel des Teuker, der seinen Gefährten zu demselben Mittel rät. Wohl hat man die auf Rede und Redetechnik verweisenden Figuren des ersten Teils benannt, aber die Verbindung zur abschließenden Rede des Teuker ist noch nicht recht gewürdigt worden. Teukers Rede, Sie sehen sie hier vor sich, ist keine Rede, die den Konventionen griechischer oder römischer Redelehre entsprechen könnte. Sie beginnt perorativ, als Schluss. Schon dies bindet sie an den Odenkontext, dessen Schluss sie bildet. Und doch haben sich Spuren traditioneller Einteilung, Dispositio, erhalten. Das erwartbare Exordium, der Anfang, ist in zwei Teile zerfallen. Die bloße Ansprache in 26 und den Nachsatz in 30 folgendem. Narratio, Probatio und Refutatio, die weiteren Redeelemente, sind in willkürlich scheinender Folge wenigstens als Spuren erkennbar. Eine konventionelle Redestruktur und Exemplencharakter vereinigende Abfolge wäre etwa die, dass auf die Anrede O socii comitesque der epikletische aretalogische Teil O fortes peiora quo passi folgte und eine kurze Archäologie, also die Narratio, sich anschlösse. Probatio und Refutatio bildeten die folgerichtige Weiterung. Am Schluss steht die in Gegenwart und Zukunft gerichtete doppelte Ansprache Nunc vino pellite curas gras ingens iterabimus aequor. Die disparate Rhetorik ist disparat nur in der rhetorischen Zergliederung. Allein die poetologische Analyse könnte die poetische Integrität des semantisch isolierten Redestücks erweisen. Es ist erstaunlich, dass die Parallele der angeblich entzweiten Gedichtblöcke und damit das Thema der Ode noch nirgends, soweit ich sehe, benannt worden ist. Es ist die Verdopplung der Welt im Lied, im Otium, im mythischen Exemplum, in der Prophetie, im Wein. Die strukturelle Klammer des Gedichts liefern das erste und das letzte Verbum
Laudabunt und Itarabimus. Die Konnotation des Zitierens in Laudare ist nicht auf die offenbar altlateinisch geläufige Bedeutung nominare beschränkt. Lob als das Lob von etwas ist die Nacherzählung, Abbildung, Ausschmückung oder Repräsentation von etwas anderem, das in ihm, dem Nacherzählen, Abbilden, Ausschmücken oder in der Repräsentatio als in einem schönen Spiegel erscheint. Ganz augenfällig ist nun aber die Konventionalität und Abbildungsungenauigkeit der im Gedichteingang fingierten Lobreden. Muss man Kleinasiens und Griechenlands berühmte Städte loben und das Lob der durch ihre Schutzheiligen ausgezeichneten Kultstätten erneuern? Nein, das muss man nicht. Es genügt, die Namen zu nennen und gängige Attribute zu setzen, um intakte Vorstellungswelten heraufzurufen. Klaramrodon Laudare spricht es mit listig genossener Tautologie ja schon aus, dass die hymnischen Evokationen gewiss nicht charakteristisch sind, vielmehr nur ein schon bestehendes noch einmal ausstellen werden. Dazu passt es auch, dass eine weitere Gruppe von Lobrednern abgewiesen wird, deren Unum Opus auf die Feier der Stadt der Pallas Athene gerichtet ist. Von der Einsinnigkeit solchen Lobens ist unser Sänger schon dadurch geschieden, dass er in langem Vorbau eine Polyphonie immerhin denkbarer Weisen zu singen heraufbeschwört. Es ist reizvoll, sich im Fortgang des Städtelobs einmal zu vergegenwärtigen, dass Celebrare den gleichen iterativen Sinn birgt, der in Laudare mitschwingt. Die Konnotation der Wiederholung, Frequentierung, Vervielfachung ist sogar deutlich stärker. Dass die Celebratio im fortlaufenden Liede geschieht, Carmine Perpetuo, könnte ein erster Wink sein in Richtung auf jene fundamentale Gedichtaussage über den Zusammenhang von Dichtung und Welt, die unser Gedicht, wie noch zu zeigen, womöglich begründet. Doch nimmt das Carmen Perpetuum zunächst in der Anverwandlung der fremden Stimmen den schon von Unum Opus aufgerufenen Beiklang eines seiner selbst nur zu gewissen zielgerichteten Sprechens auf. Dass der Gegenstand des Liedes nun gerade als intakter Palatis Urbs gesehen wird in Zeile 5, mag die Ausstrahlung staunenerregender Geschlossenheit, die die Lieder der anderen auszeichnet, noch verstärken. Vollends der harte Kollektivismus, der die Sänger der Juno-Städte Argo und Mykene in Plurimus zusammendrängt, eine sprachliche Ungeheuerlichkeit, lässt die Lieder der anderen im Ganzen unscharf, ja ununterscheidbar werden. Die simplen Qualifikationen der lakedämonischen Hochburgen sind als Homerismen zitierende Verdopplungen. Sie bringen, wie die stehenden Attribute Spartas und Larissas, genau jenes Moment der Unterscheidbarkeit nicht hervor, um dessen Willen sie ihren Substantiven ursprünglich beigegeben wurden. Vielmehr verschwinden sie in pointierter Umkehrung des Prädikationsverhältnisses in der Sogwirkung des Nomen Proprium, das seine Prädikanten nach Belieben regiert. Wichtiger noch, sie bringen genau jenes Staunen, griechisch Ekplexis, lateinisch Percussio, Zeile 11, nicht zustande. Sie bringen genau jenes Staunen nicht zustande, das für die dynamische Natur- und Weltauffassung dieses Gedichts kennzeichnend ist. Denn, meine Damen und Herren, der in vierfachem Anlauf zerrissene Locus Amoenus des Dichters schafft das bewegte Bild eines Quells, dessen Nymphe in hübscher Beziehungsvertauschung die Bewegung des nassen Elements verdoppelt, Albuneae Resonantis, des abschüssigen Anio, Preikeps, des Gründerhains und der Mobilibus Rivis bewässerten Obstgärten. Die Beiläufigkeit, mit der die favorisierte Landschaft am Strophenende in Absetzung von den kontrastierenden Punkten eingeführt
und im Strophensprung fortgesetzt wird, zeugt von der Eigenständigkeit der hier charakterisierten Welt, die sich den zu handenden Beschreibungsschemata nicht einfach integriert, sondern Bekanntes und Vertrautes im Duktus der eigenwilligen Fügung perspektiviert. Eigenwillige Fügung aber meint jene dreifache Asymmetrie, die den horazischen Locus Amoenus strukturiert. Den mythisch und historisch nobilitierten Städten treten die weniger profilierten niederen Helden und Gottheiten, Albunia, Anio und Tiburnus, zur Seite. An die Stelle der erst schweren, dann, wie wir sahen, leichten, naheliegenden Attributionen der vielfach besungenen, im Lied geglätteten Städten treten Orte der gesuchten Gegenstrebigkeit. Das widerhallende Haus der Albunia, der abschüssige Anio, der Hain, der, indem er seine Verwurzelung im Fremdmythos des Amphiaraos Enkels Tiburnus bewahrt hat, an und für sich ein Moment der historischen und narrativen Verdopplung bereithält, die Beweglichkeit und fruchtbare Unruhe der sprachlich mit schöner Doppelsperrung gemalten, sich durch Obstgärten windenden Kanäle. An die Stelle der synthetischen Phantasmen, der durch reiche Überlieferung approbierten Städtehymnik, tritt die analytische, prägnante Sicht auf den spezifischen, auf den eigenen Locus Amoenus, der sich noch nicht in die strenge Topologie einer noch so kurzen Traditionslinie gefügt hat und also auch nicht mit einem Übernamen als neues Phantasma gestiftet werden kann. Nicht um Hodegetik und wirkliche Orientierung geht es, sondern um die in der träumerischen Assoziationskette aufscheinende Lust an der Richtungslosigkeit der noch keinem kulturellen Programm dienstbar gemachten, repoetisierten Landschaft. Wovon hallt Albunia wieder? Wohin stürzt der Anio? Warum heißt Tivoli Tivoli? Und wohin fließen die Bäche? Und schauen wir nun zu, wie dem Plancus ein ähnliches Otium mit naturnotwendig gewendeten Argumenten empfohlen wird. Wie Leukonotos den Schleier vom dann nicht mehr regendunklen Himmel zieht, soll Plancus Sapiens die Sorgen im Wein begrenzen. Einerlei, ob er im zeichenglänzenden Lager oder im dichten Schatten der tiburischen Patria weilt, auch der Fulgor der Abzeichen und Tivolis Schatten reflektieren in je verschiedener Weise die Welt. Doch erst der Weingenuss setzt der Mühsal ein Ende und führt den neuen Zustand herauf, wie immer man Molly in Vers 19 auffassen und beziehen mag, ob als Imperativ neben Memento Vers 17 oder als Attribut zu Merum Vers 19. Es liegt etwas abgründig Paradoxes in der Vorstellung, dass das unvermischt reine Merum die Welt verdopple. Im Teuker-Exemplum, das an und für sich als Exemplum die mythologische Reformulierung des Gedichtesujets vorstellt und das seinerseits durch vernehmliche Allusion an berühmte Odyssee-Verse 12.200 folgende seine literarhistorische Tiefenspiegelung erfährt, sind wichtige strukturelle Bezüge zu Gedichtanfang und Mitte schon in älterer Forschung beobachtet worden. So ist das Kolonisationsthema der letzten Strophen schon in der gedichtanfänglichen Aufrufung festlandgriechischer Städtegründungen, also Rhodos, Mytilenes und Ephesus, angelegt und in der Erwähnung des Tivoli-Gründers Tiburnus fortgeführt. So führen vom thebanischen Bacchus wie vom delphischen Apoll der dritten Zeile Spuren über die weissagende Albunia zu Tivoli bzw. das Merum des Plancus zu Wein und Weissagung des Gedichtschlusses. Wir werden darauf gleich zurückkommen. Im mythischen Exemplum, meine Damen und Herren, darf man sich auch an der scharfen Gegensetzung von sicherer Prophetie, Certus Apollo in Vers 28, und der Ambiguität
des Ausgangs erfreuen. Am Ende werde es Salamis durch Neugründung Tellure Nova zweimal geben. Ambiguam Futuram, Vers 29. Die Eindeutigkeit der namentlichen Ortsbenennung wird aufgehoben in der Verdopplung des Nomen Proprium, der in der Teuker-Anapher vorgearbeitet ist. In dieser Gewissheit mag Wein die Sorgen vertreiben. So spricht Teuker sich selbst anaphorisch verdoppelnd, Teukro Duke et Ausblicke Teugro, Vers 27, die Schläfen benetzt von Lyaios, schon im Zeichen des anderen Gottes. Morgen wird man wieder über das gewaltige Meer fahren, in dem nicht die Fahrt übers Meer, sondern das Meer selbst in die transitive Perspektive genommen ist. Iterabimus aequor erscheint das Objekt in virtueller Verdopplung. Und während wir zusammen auf diese wundervolle apulische Situla blicken, die uns von links nach rechts Apoll, Dionysos und Hermes beim Bankett zeigt, entstanden zwischen 350 und 330 vor Christus, aufbewahrt im Archäologischen Nationalmuseum zu Madrid, kommen wir zum Schluss dieser langen Sitzung. In seiner kleinen doxographischen Skizze hat Hans-Peter Syndikus, der Freiburger Horazerklärer, das Zitat Hauptproblem, Zitat Ende der Ode, wie folgt benannt, ich zitiere: Wie kann ein Dichter im gleichen Gedicht einen Ort anderen mit Wärme vorziehen und dann wieder den Ort, an dem einer lebt, als unwichtig erscheinen lassen? Zitat Ende. Nach dem Durchgang durch die Topographie des Liedes könnte die Antwort ungefähr so lauten: Wir müssen das identifizierende Sprechen vom nicht identifizierenden Sprechen unterscheiden. Die rühmenden Wiedererkennungen der rhetorisch-kulturhistorisch versierten Laudatores haben wenig gemein mit der Überwältigung des Sprechers durch das in seiner Ausbreitung fremd anmutende, synästhetisch verfertigte Tetraptychon des tiburischen Stufenlandes, das noch nicht zum Demonstrationsobjekt einer routinierten Anschauung geworden ist. Vielmehr in einer Selbstbezüglichkeit, einer Reflexio sui befangen scheint, die es als Totalität vor der anzitierenden Einverleibung klassischer Objekte zu schützen scheint. Die identifizierende Rede ist hier die Rede des Betrachters, dort die Selbstbestimmung des Objekts, wie sie sich dem Betrachter zu erkennen gibt. Als Schatten mag Tivoli seine Autonomie auch dem ruhenden Plancus mitteilen. Wenn er im Zentrum des unruhigen Spiegelspiels der Baumkronen liegt, die Wahl des Sprechers erfolgt nicht in identifizierender, sondern das Objekt sparagmatisch umkreisender Rede, sodass es nirgends als Ganzes erscheint. Die Selbsttotalisierung der zersprengten Landschaft wird nicht angetastet. Nicht um die Opposition von Ort und Ortlosigkeit also geht es, sondern um die je potenziell defigurierten Orte und noch nicht Orte des ortend ordnenden Bewusstseins. Die Rhetorizität der berühmten Orte Korinth, Athen, Ephesos macht sie zu Nichtorten in der auf Unruhe gestellten Fantasie des Sprechers. Die vermeintliche Aufkündigung der Bindewirkung der Orte in der zweiten Gedichthälfte verortet das Ortlose als den bindenden Grund dichterischer Imagination. Wo Salamis ein zweites Mal erstehen mag, kann auch der Ozean dupliziert erscheinen. Wie Albunias Resonare, Vers 12, natürlich die Laudationes der Redner überholt, so erscheint es noch einmal, jetzt in der poetischen Aneignung durch die mehrfahrenden Stadtgründer in Iterare aequor und inkarniert jetzt jenes Prinzip der Verdopplung zur Ambiguitas, das als Imaginatio auf natürlichen, nicht repetitiv-scholastischen Grundlagen ruht. Die gleisnerische Schönheit
einer rhetorisch reminiszierten Welt gerät auf abschüssiger Bahn ins Rutschen. Der Weg weist in Wein und Meer. Indem der Mensch ihn geht, vollstreckt er dionysisch seine apollinische Bestimmung. Er ist jetzt, was er als Laudator nicht sein konnte, im Spiegel des Schönen. Dass man sich wie im Spiegel erkennen, sich sagen kann und dass diese Reflexion nicht abstrakt, sondern sinnlich resonare, teukro, als Reflexion zustande kommt, ist die Rückbezüglichkeit des dichtenden Menschen und markiert in Figuren der Verdopplung, die jener der umgebenden Natur nachgebildet sind, jene elementare Literarizität, die bis heute offensichtlich nur darum nicht als Gedichtthema benannt worden ist, weil sie der Doppelgänger des schönen Wirklichen ist, der schöne Spiegel. Meine Damen und Herren, Sie haben schon gemerkt, ich mag es nicht so besonders, wenn Dinge sich runden. Mir ist es immer unheimlich, wenn Kreise sich schließen, weil damit auch der Zugang zum weiteren Lesen und zum weiteren Nachdenken versperrt scheint. Milita Domnis Amans, habetur castra cupido, attice crede mihi, milita Domnis Amans. Das ist auch eine Art von Dichtung, die ihre Berechtigung hat. In Horaz kommen wir damit nicht weit. Nicht, dass Horaz ganz unpopulär ist, aber Horaz ist anders. Bei ihm runden sich die Dinge nicht. In ihm gibt es das Sperrige, aber in einer Form, die von atemberaubender Schönheit ist. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt einladen, in der nächsten Sitzung zurückzublicken. Es ist zwar erst die 11. Sitzung, aber wir blicken schon einmal zurück und tun dies in 3 Blöcken. Am Anfang ist das Thema Themen. Eine kleine Untersuchung von Gedicht 1.6. Es folgt ein Abschnitt, der ist überschrieben Staunen, Sagen, Staunen und behandelt das Gedicht 2.19. Und dann wenden wir uns dem Motto vieler horazischer Gedichte zu, Carpe Diem. Und das Ganze nennen wir Versuch über den geglückten Tag. Das sind die Gedichte 1.38 und 1.11, die uns dann beschäftigen werden. Meine Damen und Herren, ich wollte Ihnen Ihre Fantasie und Ihre Träume betreffend Ihren Locus Amoenus nicht zerstören. Genießen Sie weiterhin die Orte, die Sie besonders lieben. Wertschätzen Sie sie. Besuchen Sie sie. Und haben Sie im Hinterkopf, dass diesem Glück etwas innewohnt, dass man horazisch gesprochen einen Widerstand nennen könnte. Ein Widerstand, der das Glück nicht verkleinert, der es im Gegenteil verschärft, der es konturiert, der es auch fasslicher macht. Carpe diem. Aber ich will den Dingen nicht vorgreifen. Bleiben wir doch jetzt noch im Heute. Ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Sitzung eine schöne Zeit und freue mich, Sie dann wohlbehalten wiederzusehen. Bis dahin, meine Damen und Herren. Alles Gute, Ihr Jürgen Paul Schwind.